Hallo Leo, guten Tag. Sie haben geschrieben, Sie möchten eine Raumberechnung machen, Länge mal Breite. Die Tabelle soll auch rechnen. Das tut sie ja, wenn ich hier 4,2 und da die 3,7 stehen habe. Aber aussehen in der fertigen Tabelle für den Dritten, dem Sie die Tabelle zeigen wollen, soll es nur so. So rechnet Excel natürlich nicht. Wenn ich hier sage, mach mal irgendwas mit dieser Zelle, das heißt, ich sage gleich und nimm das, dann kommt hier das Gleiche wieder raus. Also das funktioniert nicht. Sie können also wirklich nur so rechnen, indem die Zahlen praktisch einzeln in der Zelle stehen. Aber sichtbar soll halt dieses hinterher nicht sein. Okay, kann ich ja Rechtsklick machen und ausblenden. Dann sieht man es nicht. Aber zum Berechnen brauchen Sie das eben. Da gibt es die Möglichkeit, diese zwei Zellen zu verbinden. Die erste, die einfachste Möglichkeit ist die manuelle Eingabe. Sie sagen, nimm bitte diese Zelle. Jetzt muss ich das kaufmännische und setzen. Und jetzt möchte ich das Malzeichen haben. Und das kennen Sie ja in Excel immer, wenn Sie Text eingeben, muss das immer zwingend in Gänsefüßchen gegeben werden. Also nimm diese Zelle B6, in der eben diese 4,2 steht, das kaufmännische und, mal. Und jetzt brauche ich wieder das und, damit er praktisch die nächste Zelle verkettet und diese Zelle. Und dann kriege ich hier mein Ergebnis und könnte das wieder ausblenden. Und hier kann ich ja ganz normal weiterrechnen. Das hier, nimmt ja das Programm diese Zellen und die könnte ich hinterher ausblenden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit dem sogenannten Verketten zu arbeiten. Das ist eine Funktion von Excel. Ich gebe mal Verk ein, klicke auf Verketten. Und gehe einfach mal in meinen Funktionsassistenten. So, was will der? Der will Texte von mir haben. 255 Texte könnte ich miteinander oder Zellen könnte ich miteinander verbinden. So, mein erster ist praktisch diese Zelle. So, und das nächste, was ich haben möchte, das ist ja ein X. Das kann ich in diesem Fall hier so eingeben. Ich brauche die Gänsefüßchen nicht zu setzen. Das macht Excel für mich. Und das nächste, was ich eingeben würde, ist jetzt diese Zelle. Komme ich leider nicht dran, weil meine Formel darüber steht. Aber kein Problem, kann ich ja auch von Hand eingeben. C7. Dann habe ich hier praktisch auch diesen Text. Und wenn ich das Ganze wirklich schön machen möchte, das heißt, dass es so aussieht wie hier mit den Leerschritten dazwischen, dann muss ich beim Verketten, hätte ich also auch bei diesem kaufmännischen und machen können, aber das ist einfach zu fummelig, dann muss ich hier eben noch mehr Texte eingeben. Das heißt, nimm diese Zelle. Der Text 2 ist ein Leerschritt. Ich mache einfach mal einen Leerschritt, gehe in Text 3. Da kommt jetzt das Malzeichen. Hier kommt wieder mein Leerschritt. Und da kommt wieder meine Zelle, die ich wieder nicht anklicken kann, weil meine Funktion darüber steht. C8. Okay. Dann habe ich das. Und das ist hinterher das, was ich haben möchte. Und dieses hier, wie gesagt, ich markiere das hier, mache den Rechtsklick und sage ausblenden und kann dann trotzdem entsprechend weiterrechnen. Und dieses wäre nur sichtbar. Ich denke mal, Leo, das ist das, was Sie haben wollten, was Sie sehen wollten. Sinnvoller ist es natürlich, hier zum Beispiel die Postleitzahl miteinander zu verketten, dass ich sage gleich, diese Zelle, das kaufmännische und. Jetzt will ich den Leerschritt haben, da muss ich in diesem Fall Gänsefüßchen, Leer, Gänsefüßchen, das kaufmännische und Hannover. Dann kriege ich das hier raus. Okay, müsste die Zelle nur ein bisschen breiter machen, damit es eben auch richtig sichtbar wird. So kann man also praktisch zwei Zellen in eine packen. Man kann bis zu 255, hat ja die Funktion Verketten gesagt. Obwohl, das wird wahrscheinlich eine ganz schön fummelige Geschichte. Interessanter ist meistens allerdings, wenn ich zum Beispiel so eine Tabelle hinterher für einen Serienbrief nehmen will und ich habe 3000 Hannover hier stehen oder ich habe Frau Lieschen Müller in einer Zelle stehen, dass ich die Sachen auseinander bekomme, damit ich dann hinterher einen Seriendruck mache. Aber das war ja nicht Ihre Frage. Leo, Sie wollten ja, dass das hier so sichtbar ist und dieses kann dann ausgeblendet werden und der dritte Betrachter denkt, Sie haben praktisch so gerechnet. Ich denke mal, das war Ihre Frage. Wenn nicht, schreiben Sie mich gerne wieder an. Wenn es geholfen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Danke, tschüss.